Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stappenbach in Oberfranken. Wie gestern ja bereits angedroht, werden wir heute nochmal uns ein bisschen mit dem Goma Front Tank befassen, der ja in naher Zukunft für euch auf dem Mod Hub erscheinen wird und im Moment sich quasi in der, ja, ich sag mal, Testphase bei mir befindet, kann man so sagen. Ne, also, wie gesagt, No Name ist im Moment im Urlaub, deswegen ist der Mod noch nicht eingereicht worden. Kommt dann aber, wenn er kommt. Ne, ich hoffe, ich kann euch dann zeitnah eine Info geben, wenn es kommt. Ansonsten immer mal wieder im Mod Hub reinschauen. Und wir werden das Ganze jetzt mal benutzen bei einer Arbeit, die ich noch allzu gut aus meinem, ja, ich nenne ihn mal Urlaub, aber, ne, ja doch, was heißt aber, aus meinem Urlaub kenne, nämlich bei der Grünlandbearbeitung. So. Weil das Ganze hier kenne ich nämlich noch zu gut. Das war ja, ne, meine Instagram-Gang, die weiß das. Das war ja am ersten Tag quasi, als ich da ankam. Da hat ja der Landwirt auf den Wiesen um mein Hotel rum, hat er quasi angefangen, Gülle auszubringen mit einem Grünland-Injektor. Und fand ich saugeil. Also, ich meine, ich bin ja nun mal, ich wohne zwar in der Nähe von der Stadt, aber ich bin ja kein Stadtkind. Ne, bei mir ist ja eher das Land drumherum, ne, also die Felder drumherum sind ja eher viel näher als die Stadt an sich. Wie funzt denn aus? Von daher ist das Ganze für mich auch eher was bezüglich des Landes. Von daher ist Landluft für mich jetzt nichts Schlimmes. Ne? Also es ist nichts, was mich umbringt, sagen wir es mal so. So. Ich habe Willi auch schon Bescheid gesagt. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Hat einer von euch Willi gesehen? Oh ja, Willi ist da. Dass er mit seinem Zubringer kommt. Dass wir nicht mit dem Güllefass jedes Mal den Reifendruck erhöhen müssen. Ne? Dass wir das fahren können. Wir haben natürlich jetzt mit dem Fronttank einen ganz, ganz, ganz großen Vorteil. War das ein bisschen zu übertrieben? Ganz, ganz? Nein. Denn wir haben damit natürlich jetzt die Möglichkeit, oder haben damit ja unsere Kapazität, ihr seht das, die Kapazität ist gleich leer von dem Tank vorne, haben wir von 14.000 Liter, was das Güllefass hat, auf 17.000 Liter erhöht, was uns natürlich, boah, einen kleinen Arbeitsvorteil verschafft, würde ich jetzt mal behaupten. Ich fand, also ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, ne, nachdem ich das da bei meinem Urlaub gesehen hatte, wie die arbeiten mit dem Injektor, da muss ich einfach nur sagen, das ist tatsächlich hier in-game nicht mal ansatzweise so dargestellt, wie sich ein Grünland-Injektor in reell verhält. Also das war ein, ich weiß gar nicht, ob das ein Garantfass war, das sah glaube ich so aus, es stand nichts dran an der Seite. Aber ich habe mich immer gefragt, warum die vorne so eine Art Schornstein haben und alles mögliche etc. Das konnte man da halt richtig gut sehen. Ich habe auf Instagram so ein 1-Minute-Video davon mal gepostet gehabt. Und da kann man sehr gut sehen, wie dieser Injektor arbeitet und auch wie der Landwirt das ausbringt. Das finde ich total, total cool. Wie gesagt, ich habe halt bei sowas keinen Einblick. Woher auch? Wie? Ne? Ich habe keine Landwirtschaft. Und deswegen fand ich das natürlich umso spannender, umso genialer, dass das genau in dem Zeitraum passiert ist, wo ich da war. Und ich sag mal so, also das, was ich gesehen habe, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, wenn nicht, korrigiert mich einfach in den Kommentaren. Dafür sind die ja da. Aber man geht quasi bei und er hat ihn immer ausgeklappt. Ne, so wie ich jetzt, wenn er jetzt neu beladen hat. Hat er ausgeklappt, ist dann dahin gefahren, wo er wollte und dann, ich weiß nicht, für mich kam das so rüber, als hätte er die ganzen Leitungen erst entlüftet, bevor er die abgesenkt hat. Also so klang es zumindest und irgendwann mal stand er dann quasi in so einer, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Dunstwolke. Na, hat ein bisschen gequalmt und dann hat er erst angefangen. Und das ist ja hier, musst du ja das überhaupt nicht machen. Also egal, ob du jetzt Schleppschläuche benutzt oder ob du so wie hier jetzt den Injektor benutzt,
sowas ist ja gar nicht, dass du erstmal die Vorbereitung treffen musst. Dass du hier den Reifendruck schon allein senkst, ist ja schon eine Seltenheit bei dem Fass. Bei den meisten Güllefässern hast du das ja gar nicht in-game. Und wie gesagt, bei sowas merkst du eigentlich erst, wo der deutliche Unterschied zwischen dem LS und der Realität ist. Jetzt hätte ich mir nämlich zum Beispiel auch meinen Injektor gerade komplett geschrottet. Also zumindest stark verbogen. Ich hatte eigentlich gedacht, das passt, aber gut. Manchmal macht es Sinn, dass... Jetzt schon wieder... So, und auch beim Rausheben, da hat der auch jedes Mal so ein schlürfendes Geräusch von sich gegeben. Fand ich auch sehr beeindruckend. Also nicht störend oder sowas, ich fand das tatsächlich beeindruckend. Und halt hinterher, ne, das Bild auf der Wiese, das sah halt richtig genial aus, ne? Wenn du wirklich gesehen hast, wo der Schlitzverteiler langgegangen ist. Und ja, also ich war wirklich schwerst beeindruckt. Ich meine, er hatte einen Deutz davor. Wenn ich es richtig gesehen habe, schaut euch das Instagram-Video an, wenn ihr das nicht gesehen habt. Aber ich meine, das wäre eine 7er-Serie gewesen. Ich glaube nicht, dass das schon ein 8er oder 9er war. 9er sowieso nicht. Aber das müsste eine 7er-Serie gewesen sein, wenn das nicht sogar eine 6er-Serie war. Und als Zubringer, das hatte ich da gar nicht gezeigt gehabt, aber war immer ganz interessant, als Zubringer... Hat er quasi. War das auch ein Zweiachser? Ja. War auch ein Zweiachser mit einem Schleppschlauch hinten dran, den hat er als Zubringer benutzt. Das fand ich auch mal ganz witzig. Da ist einer mit seinem. Oder hatten sie einen John Deere vor und dann sind sie mit dem Johnny quasi die ganze Zeit gependelt. Und er ist dann halt mit dem großen Fass über die Wiese rüber. Der hat auch mit dem Zubringer. Also ich möchte nicht lügen, aber so von der Größe, von der Optik her. Wenn überhaupt die Hälfte des großen Fasses, da hat er da reingekriegt. Ich glaube nicht, dass er da mehr reingekriegt hat. War schon interessant. Und gerade auch am nächsten Tag, da ist er dann mit dem Schleppschlauch, mit dem er am Tag davor zugebracht hat, auf einer anderen Wiese, die konnte ich von mir sehen, die war so den Berg hoch quasi. Und da ist er dann gefahren, allerdings als Ausbringer, also als Verteiler. Ich weiß nicht, warum er den Schleppschlauch nicht benutzt hat. Weil ich meine, wenn man das schon hat, warum sollte man es nicht nutzen? War für mich so ein bisschen unverständlich. Ich meine, das hat bestimmt einen Grund gehabt. Vielleicht waren die Schleppschläuche auch kaputt. Möglich. Aber es hatte mich gewundert, weil normalerweise ist es doch so, wenn man so eine Technik schon hat, dann nutzt man die doch auch, oder? Also ich meine, wisst ihr besser als ich, aber... Ganz ehrlich, wenn ihr Schleppschläuche habt, dann fahrt ihr doch nicht die Gülle an dem Fasten mit dem normalen Ausbringer aus, sondern bringt ihr das doch mit dem Schleppschlauch aus, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bei solchen Fragen, da wende ich mich ja sehr, sehr gerne an euch, weil das wisst ihr besser als ich. So. Aber hier läuft auf jeden Fall, im wahrsten Sinne des Wortes, hier habe ich, okay, habe ich gleich direkt vorne am Rand angefangen. Ich dachte, habe ich hier nicht auch? Okay. Ja. Habe ich wohl nicht. Ich dachte, ich hätte da auch ein bisschen Platz gelassen. So. Das bisschen, da brauchen wir nicht. Ne, das lassen wir. Das hatten wir irgendwo hier hinten. Also was ich auf jeden Fall noch mitgenommen habe aus dieser Erfahrung mit dem Schlitzverteiler, war tatsächlich die Tatsache, das riecht überhaupt nicht. Also wer jetzt sagt, das stinkt immer, wenn die Leute Gülle fahren. Ja, das war früher so. Ne, bei der Luftverteilung. Je höher du die Gülle ja in die Luft schmeißt, desto mehr Luft kommt da ran und desto mehr Methan verbreitet sich. Und das Methan ist das, was stinkt. Das ist ja wie wenn du furzt. Entschuldigt bitte. Aber das ist wie das... Das ist auch nichts anderes. Ne? Methan freisetzen.
Und das verhindert ja, also ne, je tiefer du das am Boden ausbringst, desto weniger Geruch entsteht, weil desto weniger Methan wird ja freigesetzt. Und da ist halt die Schleppschlauchausbringung, nicht Schleppschlauch, hier Schlitzverteiler, das was ich jetzt hier auch dran habe, das ist ja tatsächlich dann die beste Methode, weil das riecht gar nicht. Also ich stand wirklich 2 Meter neben dem Fass beim Rückwärtsfahren mal und dann ist er ja logischerweise eingesetzt und losgefahren. Da hast du nichts von gerochen. Was du hast oder wo du das dann gerochen hast, ist tatsächlich, wenn er als es geregnet hat. Es hat dann am Abend beziehungsweise am nächsten Tag geregnet, wenn der Regen dann auf die Gülle gefallen ist. Da hast du dann ein bisschen was davon gerochen. Da hast du dann gedacht, oh, okay, hier wurde irgendwo Gülle ausgebracht. Aber es war jetzt nicht, wo du jetzt denkst, boah, hier kann man ja überhaupt nicht schlafen. Und wie gesagt, das war einen halben Meter neben meinem Schlafzimmerfenster. Also, wenn es gerochen hätte, hätte ich das als erstes gerochen, ganz ehrlich. Ich habe Fenster aufgehabt. Ich habe nachts, ich schlafe nicht gerne mit Fenster zu. Von daher, ich war echt beeindruckt. Also muss ich ganz ehrlich gestehen. So. Jetzt haben wir das hier gleich fertig. Jetzt werde ich gerne mal gucken, dass ich den Rest von der Gülle, die Willi da drin hat, weil der ist bei 35%. Der hat die Gülle von der Rindermast mit. Rindermast? Von unserem Milchviehbetrieb mitgebracht. So, und das war's. So. Dann wollen wir mal gucken, dass wir da noch den Rest rauskriegen. Achso, wir könnten mal ganz kurz. So. Wenn wir schon mal das Fass wieder zusammenklappen. Gar nicht drauf geachtet. Ah doch, müsste eigentlich gleich voll sein. Ja. So. Siehst du, haben wir das auch? Und Willi ist nicht ganz leer. Ja gut, da muss er gleich sehen, wie er klarkommt. So. Könnten wir eigentlich noch. Ja, wir fahren mal zurück. Muss ich noch irgendwie. Was steht denn jetzt noch an? Ja, um die Tierversorgung muss ich mich gerne nochmal kümmern. Hey, hallo? So, da war der Blinker kaputt. Haben wir denn noch eine Wiese? Wir haben die hier noch, ne? Weil die da ist noch nicht. Da ist noch nicht alles abgemäht. Na, da holen wir im Moment den Grünschnitt von runter. Und die anderen sind auch noch nicht so weit. Das Einzige wäre tatsächlich, dass wir hier vorne noch auf die raufgehen. Ja, das machen wir auch. Da fahren wir nach hinten, fahren wir von der anderen Seite an. Dann machen wir das und das. Und er zeigt schon wieder an, dass wir bald Ölwechsel machen müssen. Haben wir den John Deere in letzter Zeit so viel benutzt? Kommt mir schon fast ein bisschen viel vor, weil wie der immer Ölwechsel haben möchte. Schluckt ein bisschen. Kann mich aber auch täuschen. Es kann sein, dass wir den tatsächlich ziemlich oft gefahren haben. Ist nicht auszuschließen. So.
Zack, wollen wir mal gucken, dass das hier passt. Bin mal gespannt, ob nächste Saison tatsächlich die Bäume wachsen, beziehungsweise ob, wenn ich den Spielstand switche, er meine Bäume hier behält. Wenn nicht, ja gut, dann pflanzen wir die halt neu. Ne, aber ich meine, wenn ich es richtig weiß, ist es so, dass es 3 Jahre in-game dauert, bis die Bäume überhaupt gewachsen sind. Ne, und die so viele Wachstumsstufen haben sie ja nicht, dass man jetzt hier permanenten Unterschied sieht. Also von daher, da müssen wir mal noch ein bisschen abwarten. So, ich fahre jetzt hier mal, fahre ich mal einen Kreis. So. Zack. Mal optimal ausnutzen hier. Also ich behalte den Tank auf jeden Fall. Könnt ihr ja mal gerne reinschreiben, was ihr von dem Tank haltet. Habt ihr wahrscheinlich unter dem letzten Video schon. Aber jetzt im Praxistest, ne? Schreibt es gerne mal runter. Wie gesagt, für mich durchaus eine lohnende Investition und eine lohnende Anschaffung für den Hof. Der einzige Wermutstropfen ist halt, dass halt, ja, der Schlüter dadurch nicht mehr ganz so fürs Güllefahren genutzt werden kann, ne? Was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so ausschlaggebend ist. Aber gut. Hoppala, hier waren wir schon. Das wäre übrigens auch noch eine Sache, die ich schöner finden würde, ne? Wenn du tatsächlich jetzt im LS19 Schlitzverteiler hättest und du dann genau sehen kannst auf Wiesen, wo du schon warst. Jetzt musst du auf der Außenansicht gehen oder halt aus der Innenansicht aussteigen, weil das siehst du so nicht. Und in echt siehst du ja die Bahn. Du siehst ja, wo du warst. Du siehst die Schlitze ja im Boden. Das wäre vielleicht auch noch was, dass das Grün dann allgemein noch ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Ich meine, klar, es gibt jetzt, es kommen da Pferde mit rein, natürlich, da muss das Grün dann natürlich auch irgendwie versorgt werden. Ich hoffe auch mal, dass sie mal richtige Texturen haben, das wird ja auf der Farmcon vorgestellt, die Texturen für den LS19, aber dass sie da auch mal richtige Texturen haben, dieses Gülle-Mist-Kalb, das Texture-Pack, was es da gab, ne, oder der Mod, das Skript, dass sowas dann halt standardmäßig reinkommt, weil nichts ist schlimmer, als wenn du da einfach nur so eine schwarze Plane hast. Und es ist auf jeder Modmap so, dass das mittlerweile anders aussieht. Realistischer aussieht. Und ich glaube, da muss Giants mal auch ein bisschen nachlegen. Meine bescheidene Meinung. Giants sieht das vielleicht anders. Aber das ist meine Meinung dazu. Ansonsten gibt genug Mapper und Modder, die dann wieder uns mit schönen Texturen versorgen. Grüße gehen raus an Erik Bus an der Stelle. So. Nun wollen wir aber mal. Jetzt haben wir... Na, passt nicht. Das war jetzt gerade der Test, ob diese Wiese tatsächlich, wenn ich jetzt im Kreis fahre, ob das ausreicht mit dem Zusatztank, dass ich die komplett mit einem Rutsch kriege. Aber das wird nichts. Da fehlt eine Bahn. Leider. Schade. Egal. Das bisschen werde ich auch nicht nachmachen. Wir waren jetzt hier, bis der Tank leer ist und dann hat sich das. Liebe Lüt, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.